Leise war gestern. Die Perle der Woche. Hallo und herzlich willkommen und ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag heißt es ja hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Bin vielleicht ein bisschen eingerostet, was das angeht, aber ich bin Pia, falls ihr meine Stimme noch kennt von der ein oder anderen Perle oder einer der letzten Folgen. Und vielleicht kennt ihr dann auch noch dieses Geräusch, das ist mein nicht schlafendes Kind, das schluckaufhabend hier gerade auf meinem Arm ist und mit podcasten muss. Vielleicht hat es ja auch noch eine Songempfehlung. Falls nicht, habe ich den Flo an meiner Seite. Hallo Flo. Hi Pia. Also ich freue mich. Also wir müssen ja den Podcast-Nachwuchs langsam auch weiter ranführen. Ganz genau. Und dann kann man sich schon mal mit Mikrofon und Bildschirm und so weiter vertraut machen im zarten Alter von, ich sag's lieber nicht. Auf jeden Fall spielen wir heute mal wieder Perle der Woche. Und der immer noch geklaute Zufallsgenerator von Kai wird uns ein Thema ausspucken, zu dem wir jetzt einen Song nennen werden beide. Und am Ende würfel ich, welchen wir davon im Outro hören. Wir haben letztens auf dem Konzert festgestellt, Menschen müssen immer auf rote Buttons drücken. Also der Button ist hier grün, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, ich klicke da jetzt einfach mal drauf. Mal gucken. Ja, okay. Also wir haben tatsächlich genau das Gegenteil von letzter Woche, falls ihr reingeschaltet habt. Da hatten wir ein Genre, das wir nicht so mögen, aber den Song. Und diesmal dreht sich das Ganze um. Das Genre ist voll unser Ding, aber den Song kannst du abhaken. Oh, verdammt. Ja, ich weiß auf jeden Fall schon, welche Band ich nehme. Ich muss nur mal gucken, welchen Song ich nehme, weil ich ja dann die Songs, wenn ich die nicht mag, auch nicht so wirklich kenne. Ja, das muss ich aber so geht's mir auch. Ich kann aber schon mal spoilern, dass ich irgendwas von Heaven Shall Burn nehmen werde, weil ich Metalcore mag, aber diese Band irgendwie, da komme ich nicht so richtig ran. Oh, das ist schade. Hört jetzt weg, Heaven Shall Burn. Kai und ich wollten sie ja mal beschwören, dass sie endlich mal zu uns in den Podcast kommt. Also hört nicht auf das, was Pia sagt. Oh Mist. Und ich nehme den Song Black Tears. Ich weiß, das ist ein Coversong und diesen Song haben auch Eternal Tears of Sorrow vor längerer Zeit schon gecovert und ich liebe diese Version von Eternal Tears of Sorrow und leider wird aber sehr gerne die Heaven Shall Burn Version gespielt und da bin ich immer ein wenig traurig. Deswegen nehme ich jetzt Heaven Shall Burn mit Black Tears. Da gebe ich jetzt auch nochmal meinen Senf dazu. Im Original ist dieser Song ja von der Kultband Edge of Sanity. Und das ist so ein furchtbarer Song im Original. Ich kann dieses Original auf den Tod nicht leiden. Und ich liebe wiederum die Heaven Shall Burn Version. Aber so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ja, genau. Was gibt's denn im Prog-Metal, was du nicht magst? Im Prog-Metal, oh Gott, ich war jetzt eigentlich schon ganz woanders, eigentlich gedanklich, aber ich könnte auch da was suchen, definitiv, aber da müsste ich einen Moment länger überlegen wahrscheinlich. Da gibt es im Prog-Metal irgendwas, was ich so gar nicht mag? Fällt mir schwer, wahrscheinlich. Ja, dann nimm das, was du... Ja, also ich war jetzt eigentlich schon bei unserem Wohlfühlgenre Metalcore angelangt und Gott sei Dank ist Kai nicht da, deswegen darf ich Parkway Drive nennen. Kai, du hast den Zufallsgenerator geklaut und sagst jetzt Parkway Drive Song, ja, den du nicht magst. Also das ist das, ja, das fieseste Ding, was man überhaupt machen kann. Kai weiß es mittlerweile. Ich bin auch genau wie er großer Parkway Drive Fan, aber mit dem immer noch aktuellen Album, ist ja schon von 2018, Reverence, kann ich so gar nichts anfangen. Also da ist wirklich ein guter Song für mich drauf und ein richtig schlechter Song, den viele feiern, ist für mich Kronos. Also ich verstehe den Song nicht, ich verstehe Sprachgesang bei Winston McCall einfach nicht. Keine Ahnung, was sich die Band bei diesem Album gedacht hat. Naja, es hat genug Fans, also soll es an mir nicht scheitern. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt auch im Outro hören oder ob es Heaven Shall Burn auf die Ohren gibt. Nee, Kai darf sich wenigstens freuen, dass Parkway Drive der Outro-Song. Okay, unsere lieben Zuhörenden und natürlich auch lieber Kai, der ist für dich Kronos, aber in einem Kontext, der dir nicht so gefallen wird. Naja, du freust dich hoffentlich trotzdem. Kronos von Parkway Drive in unserem Outro, der Perle der Woche. Thank you.
Fleischsaal!